Heute erkläre ich euch, wie das Baby geboren wird. Auf dem ersten Bild hier könnt ihr sehr gut sehen, wie das Baby vor der Geburt im Bauch liegt. Das Köpfchen vom Baby liegt bei der normalen Lage vom Baby nach unten. Man sieht die Fruchtblase, die noch zu ist, das Fruchtwasser, den Mutterkuchen und die Nabelschnur. Hier unten könnt ihr den Gebärmutterhals erkennen und den Muttermund. Und in der frühen Eröffnungsphase wird der Gebärmutterhals verkürzt sich durch die Wehentätigkeit, die ihr habt. Die Wehen können allerdings auch noch etwas unregelmäßig sein in dieser Phase. Und der Muttermund fängt schon ganz leicht an aufzugehen. Es kann auch einfach sein, dass viele Frauen merken, dass sie ein bisschen stärker Ausfluss haben oder dass der Schleimfropf abgeht. Das kann auch eines der ersten Anzeichen sein, dass die Geburt bald richtig losgeht. Manchmal kann es auch ganz leicht etwas bluten. Solange die Blutung sehr gering ist, ist es überhaupt nicht schlimm. Der Muttermund ist sehr gut durchblutet, hat viele kleine Blutgefäße und wenn der sich öffnet, kann auch mal ein kleines Blutgefäß platzen. Von daher ist es eigentlich völlig normal. Bei dem nächsten Bild könnt ihr noch sehen, dass die Fruchtblase noch ganz ist. Der Muttermund fängt aber schon an, weiter aufzugehen. Die Wehentätigkeit wird jetzt schon regelmäßiger. Bei dem Bild in der späten Eröffnungsphase sind die Wehen jetzt richtig regelmäßig. Der Muttermund hat sich schon gut geöffnet. Die Fruchtblase ist noch intakt hier bei unserem Bild. Es ist so, dass Arzt oder Hebamme immer wieder auch mal den Muttermund kontrollieren, wie weit er offen ist. In dieser Phase ist er meistens so 5 bis 7 cm geöffnet. In der späten Eröffnungsphase, das ist oft die Phase, wo die Fruchtblase dann platzt und etwas Fruchtwasser auch herausläuft. Das Baby drückt schon ein bisschen Richtung Becken runter und der Muttermund hat sich noch weiter eröffnet. Die Übergangsphase ist meistens die anstrengendste Phase von der Geburt. Ihr müsst noch probieren, die Wehentätigkeit gut zu veratmen. Das Köpfchen drückt allerdings schon Richtung Becken und der Muttermund ist noch nicht ganz weg, weshalb man auch noch nicht mitdrücken darf. Jetzt kommt die Phase, in der das Baby durch das Becken durchwandert. Das Kind ist jetzt schon, das Baby richtig in den Beckeneingang hineingerutscht. Der Muttermund ist ganz offen und der Druck wird immer stärker, auch der Druck auf den Darmbereich. Und meistens bleibt den Frauen hier gar nicht mehr so viel anderes übrig, als dem Druck nachzugeben und auch ein bisschen mitzudrücken nach unten. Die Frauen dürfen wieder aktiver auch sein, richtig aktiv mithelfen in der Phase von der Geburt und empfinden das oft als erleichternd. Hier ist das Baby jetzt schon richtig in der Beckenmitte drinnen. Es ist also kurz vorm Ausgang und man kann vielleicht auch schon in der einen oder anderen Wehe Haare sehen vom Baby oder auch schon ein bisschen vom Köpfchen. Und jetzt guckt das Köpfchen vom Baby auch wirklich schon ein Stückchen aus der Scheide raus. Der Dammbereich ist sehr stark gedehnt und das sind jetzt die letzten Wehen, die noch auf einen zukommen. Dann ist schon das Köpfchen geboren. Meistens wischt die Hebamme das Gesicht vom Baby etwas trocken. Man kann in aller Ruhe auf die nächste Wehe warten. Das Baby ist sehr gut noch über die Nabelschnur versorgt und man hat eigentlich keinen Grund zur Eile. Dann fangen an, sich nochmal die Schultern zu drehen. Auch die Schultern müssen in einer bestimmten Drehbewegung durch das Becken durchrutschen. Und man sieht jetzt schon der komplette Kopf. Vom Kind ist geboren und dann hilft die Hebamme mit, dass das Baby den Rest auf die Welt auch noch schafft. Das Baby wird dann meistens abgetrocknet und wird dann zur Mutter auf den Bauch gelegt. Jetzt zeige ich euch nochmal an unserem Beckenmodell, wie das Baby auch wirklich durch das Becken durchrutscht, wenn der Muttermund ganz offen ist. Man sieht jetzt hier ein Becken, hier ist die Wirbelsäule, hier hinten ist das Kreuzbein, hier unten das Steißbein, dass ihr euch das etwas vorstellen könnt. Und das Becken wird in drei Ebenen eingeteilt. Man hat den Beckeneingang, der ist queroval, die Beckenmitte, hier innen drinnen, die ist rund. Und Beckenausgang, müsst ihr euch vorstellen, dass ja hier Muskulatur und Haut noch drüber ist, ist längsoval.
Das bedeutet, das Baby muss eine Spiralbewegung durch das Becken durchmachen, sonst kann es nicht geboren werden. Die meisten Kinder liegen so im Bauch der Mutter drinnen. Das heißt, der Rücken ist auf der linken Seite oder der Rücken auf der rechten Seite, wobei diese Lage, wo der Rücken auf der linken Seite ist, etwas häufiger ist. Quer oval, habe ich gesagt, ist der Beckeneingang. Das heißt, das Baby muss so in das Becken reinrutschen. In der Beckenmitte, der Druck wird stärker, habe ich vorher schon erklärt, hat das Baby am meisten Platz und schafft es, sich etwas zu drehen. Meistens dreht sich der Rücken nach vorne und das Baby rutscht weiter nach unten. Dann sieht man schon, dass die Schultern auch quer oval in diesen Beckeneingang rein müssen. Und jetzt ist es so, dass hier unten schon der Kopf geboren wird. Längs oval, habe ich gesagt, ist der Beckenausgang. Das ganze Köpfchen ist da. Wenn das Köpfchen geboren ist, sind die Schultern in der Beckenmitte. Da haben sie wieder am meisten Platz und drehen sich, weil ja auch die Schultern aus dem längs ovalen Beckenausgang raus müssen. Quer funktioniert es also nicht, das Baby dreht sich und dann wird erst die vordere Schulter geboren, die hintere, die Hebamme hilft etwas mit und das Baby kommt auf die Welt, wird abgetrocknet und kommt zur Mutter auf den Bauch.